Hello! Kleiner Disclaimer am Anfang vom Video. Dies ist kein Vlog. Keine Panik, der Vlog fällt nicht aus, den gibt's morgen. Aber heute musste ich euch einfach was anderes erzählen. Wenn ihr mir auf den Social Medias folgt, vor allem auf Instagram, dann habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass Freund Fritz und ich in den letzten Wochen wieder sehr, sehr stark an Kalenderdingen gesessen haben. Die Leute, die letztes Jahr auf diesem Kanal waren, wissen höchstwahrscheinlich, um welche Art von Kalender es geht. Und zwar haben Freund Fritz und ich einen Schülerkalender gebastelt. Oh mein Gott, es ist so cool, das zu sagen. Freund Fritz und ich haben ja letztes Jahr schon am Schülerkalender gesessen und waren eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir was Gutes hinkriegen. Und ich habe das auch auf Instagram und YouTube schon erzählt und so weiter. Und dann haben wir irgendwie im Prozess festgestellt, dass Sachen nicht so umgesetzt werden können, wie wir sie uns vorgestellt haben. Und haben dann schweren Herzens letztes Jahr das Projekt Schülerkalender wieder abgeblasen, weil wir einfach nicht irgendwas rausschmeißen wollten, sondern nur was rauswerfen, wenn wir das Gefühl haben, das ist wirklich was Cooles. Und dieses Jahr sind wir beide sehr, sehr glücklich über das, was wir gemacht haben. Wir hoffen, euch gefällt das Ganze auch. Ich weiß auch nicht, das macht einen sehr nervös. Ich glaube, wir fangen am besten mal an, dass ich euch einfach mal zeige, wie der Kalender aussieht, was wir uns überlegt haben. Ich habe auch jedes Mal zu unseren Entwürfen so ein bisschen eingetragen, wie ich das sozusagen benutzen würde, weil ich glaube, das ist ganz gut, einfach um zu sehen, was wir uns gedacht haben. Ich werde euch danach so ein bisschen erklären, welche Eckdaten das Ganze hat, welche Papiersorte und so weiter und wo und wann ihr das Ganze bestellen könnt. Das ist nämlich dieses Jahr deutlich entspannter als die letzten Jahre. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ihr wisst ja, was unsere Idee hinter Kalendern immer ist, dass wir eigentlich euch so wenig wie möglich vorgeben wollen. Wir wollen möglichst viel Platz für eure Inspiration lassen und einfach, ja, für euren Raum. Denn ich finde, ganz viele Kalender geben einem so viel vor, dass man sich so ein bisschen eingeengt fühlt. Und dann hat man im Grunde zwei Möglichkeiten. Man entscheidet sich für einen festgelegten Planer oder man geht zum Bullet Journal, wo man wirklich dann einfach komplette Freiheit hat. Wir versuchen sozusagen so ein bisschen den Mittelweg zu nehmen und zu sagen, das ist schon ein Planer, da habt ihr viele Vorgaben. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht komplett euch eine Struktur ausdenken, aber ihr habt auch super viel Platz und Raum und Freiheit, um das trotzdem zu eurem Kalender zu machen. Das heißt, natürlich startet der Kalender wieder mit Notizseiten. Es gibt gepunktetes Papier am Anfang, mit dem ihr einfach machen könnt, was ihr wollt. Ihr könnt da einen Index reinpacken, ihr könnt da irgendwelche Notizen reinpacken, ihr könnt eure Adresse da reinschreiben, zur Sicherheit, falls der Kalender mal verschwindet. Ihr könnt da Klebezettel reinkleben oder Sticker oder irgendwelche Sachen reinmalen oder Fotos von Freunden, euch Dashboards basteln, alles mögliche. Es ist einfach Platz, mit dem ihr so ein bisschen was anstellen könnt. Natürlich habt ihr auch einen Stundenplan drin, wie soll es anders sein? Ich habe mich bewusst dafür entschieden, den Stundenplan nicht auf Querformat zu machen, weil ich persönlich das einfach langweilig finde und nicht so hübsch und ich das aus der Uni eigentlich ganz schön fand, dass man den in meinem Hochformat gemacht hat und dann aber mehr Platz im Kästchen hatte, um den Raum mit aufzuschreiben oder den Lehrer mit aufzuschreiben oder solche Sachen. Deswegen haben wir uns auch hier dafür entschieden, weil ich persönlich das einfach optisch schöner finde. Wir haben euch ja auf Instagram immer mal wieder Fragen gestellt, unter anderem auch, wie viele Stunden ihr allerhöchstens am Tag haben könntet und die meisten von euch haben gesagt, es wäre ganz gut, wenn man irgendwie sowas wie 10 Zeilen hat, mit denen man einfach was anstellen kann. Wir haben jetzt 11 reingepackt, damit ihr wirklich Platz habt. Es gibt ja auch Leute, die 0. Stunde haben oder die vielleicht noch den Projektkurs am Ende mit eintragen wollen oder sowas. Und ich glaube, das ist wirklich genug Platz, um alles einzutragen. Wir haben diese Stundenplanübersicht 4-mal drin, für den Fall, dass ihr euch verschreibt, für den Fall, dass sich was verändert. Bei mir in der Schule war es eigentlich immer so, dass am Anfang des Halbjahres der Stundenplan rausgekommen ist und der blieb auch das ganze Halbjahr über. Aber ich habe ein paar Mal jetzt schon gehört, dass sich das manchmal auch von Schule zu Schule unterschiedlich mitten im Schuljahr verändert. Mitten im Halbjahr wird dann irgendwie nochmal alles umgeschmissen und Sachen verändern sich. Und das ist ganz schön, dass man einfach Backup hat und im Notfall einfach den Stundenplan nochmal neu reinschreiben kann, wenn man denkt, jetzt langsam sehe ich nicht mehr durch, weil ich 10-mal gestrichen habe und so weiter. Und wenn wir dann weitergehen, geht es relativ unspektakulär weiter, auch mit einer Jahresübersicht für 2018 und 2019. Denn der Schülerkalender startet natürlich mit 2018 und geht dann rüber bis 2019, sodass man ein komplettes Schuljahr abgedeckt hat. Und diese Jahresübersichten finde ich immer ganz praktisch, einfach um so ein bisschen zu gucken, welcher Tag fällt auf welchen Wochentag. Manchmal ist es interessant, wenn man Geburtstagsfeiern plant oder Ausflüge plant oder sowas. Ich persönlich streiche mir sehr gerne auch das Jahr immer ab in diesen Kalendern, umkringel mir Daten, die mir besonders wichtig sind oder sowas, sodass die Seite am Ende des Jahres für mich komplett kunterbunt ist, was ich eigentlich ganz schön finde. Und ich habe dann das ganze Jahr über auch ein bisschen mehr so ein Gefühl dafür, wie schnell es umgeht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe meistens im März so einen kurzen Moment, wo ich denke, wie ist es März? Wir hatten gerade erst Weihnachten. Und seit ich das mache und wirklich jeden Tag einfach dieses kleine Kreuzchen mache oder was einkringe oder so, habe ich ein bisschen mehr einen Überblick, wie schnell mein Jahr rumgeht und habe irgendwie gefühlt auch so ein bisschen ein besseres Zeitgefühl. Eine Ferienübersicht haben wir natürlich auch drin. Es ist ja auch wichtig zu wissen, wann denn endlich mal Ruhe ist und man mal ausschlafen kann und so weiter. Das seht ihr da auch einfach in den Kästchen. Da guckt ihr einfach, von wo ihr kommt. Dann könnt ihr euch das einkreisen und seht genau, okay, dann sind meine Winterferien, dann sind meine Weihnachtsferien und solche Geschichten. Ist schon witzig, dass man von Winterferien redet und draußen ballert die Sonne. Dann kommt auch wieder unsere altbekannte Monatsübersicht.
Freund Fritz und ich, wir sind einfach beide große Fans von dieser Monatsübersicht, weil sie einfach ein bisschen anders ist und trotzdem super viel Platz bietet. Ihr habt da den Monat in kleinen Kästchen und ihr habt drunter, manchmal oben auch noch an einer Seite Platz, um Notizen zu machen. Ihr wisst ja, ich schreibe da meine Monatsziele hin. Ihr könnt aber auch einfach schöne Sprüche hinschreiben, die euch irgendwie inspirieren oder die wichtigsten Prioritäten für den Monat oder solche Geschichten. Und wir haben so ein kleines Feld an der Seite, was einfach demnächst heißt. Das finde ich immer ganz gut als Braindump, wenn man irgendeine Idee hat und denkt, oh, irgendwann möchte ich mal in den Kletterpark zum Beispiel, aber man weiß, oh, diesen Monat wird das alles nichts. Dann kann man sich das trotzdem in das Demnächst-Kästchen einschreiben und hat dadurch einfach das Gefühl, man vergisst es nicht. Und wenn man manchmal so durchblättert, sieht man, ah ja, siehst du, das wolltest du auch noch machen. Ich finde es irgendwie ganz praktisch, so einen kleinen Ort zu haben, der jetzt nicht zeitlich gebunden ist an irgendwas, sondern einfach nur so, hey, hier ist Platz für was auch immer dir gerade einfällt. Ich sag das jetzt mal sicherheitshalber dazu, weil wir es schon ein paar Mal gehabt haben, dass Leute mir geschrieben haben, hey, da fehlt ein Tag in eurer Monatsübersicht, da fehlt irgendwie der 31. oder der 1. Manchmal machen wir das so, dass wir einen Tag nehmen von der Monatsübersicht und in den nächsten Monat schieben oder in den vorigen ziehen, einfach um sicherzustellen, dass der Platz für euch auf dieser Monatsübersicht in jedem Monat gleich ist und ihr in jedem Monat genug Platz habt, um euch auszuweiten und nicht beschnitten werdet, weil irgendwie der Monat plötzlich 5 Zahlen hat, weil so viele Tage und so weiter. Ja, von daher, nur das so am Rande für die Leute, die immer wieder denken, hö, da fehlt der 31. Einfach mal umblättern oder vorblättern, da findet ihr ihn. Und dann sind wir auch schon bei der Wochenübersicht und die ist mein absoluter Favorit. Das ist was, was wir letztes Jahr so noch nicht erarbeitet hatten. Ich hatte letztes Jahr eine komplett andere Wochenübersicht. Wir haben jetzt auch noch in den letzten Wochen super oft hin und her geswitcht zwischen Sachen, bei denen wir dachten, es könnte auch gut funktionieren. Aber ich bin immer wieder zurückgekommen zu dieser Wochenübersicht, weil sie einem einfach am allermeisten Platz lässt. Ihr seht, das ist relativ schlicht gestaltet. Ihr habt oben in der Ecke so eine kleine Monatsübersicht von der aktuellen Woche, der Woche davor und der Woche danach, einfach um so ein bisschen einen Überblick zu kriegen, welche Daten sind das und so weiter. Ich finde das ganz gut, wenn man zwischendurch mal so rüber gucken kann für die Planung. Und dann seht ihr schon, habt ihr Montag, Dienstag, Mittwoch auf der ersten Seite, Donnerstag, Freitag und Wochenende auf der zweiten. Ich habe mich wieder dafür entschieden, das Wochenende in einen Teil zu packen, sozusagen ein bisschen kleiner zu machen als die anderen Tage, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass es ganz, ganz wichtig ist, gerade wenn man Schüler oder Student ist, dass man sich dieses Wochenende nimmt und nicht komplett vollpackt, sondern auch mal akzeptiert, dass Wochenende auch Pause bedeutet. Denn wir haben alle gelernt, glaube ich, immer wenn man sich keine Pausen mehr gönnt, kommt man einfach nicht mehr klar und ist nicht mehr so produktiv, als würde man sagen, hey, ich habe am Wochenende 3 Sachen zu tun, die mache ich irgendwie im Verlauf des Wochenendes, aber dann gehe ich auch und gehe bei dem schönen Wetter raus oder nehme mir einfach mal ein bisschen Zeit für meine Freunde. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Es ist trotzdem genug Platz, um Sachen einzutragen. Es ist nicht so, dass ihr da nichts reinkriegt, aber es ist trotzdem nicht zu viel, dass ihr nicht die Chance habt, das ganze Wochenende voll zu ballern und euch selber einfach auch wahnsinnig zu machen. Links gibt es eine kleine Spalte, die ich Prioritäten getauft habe und rechts eine kleine Spalte, die ich Notizen getauft habe. Prioritäten sind für mich etwas, was man sich einmal immer am Anfang der Woche überlegt und dann mal kurz einschreibt, hey, was ist eigentlich das, was ich diese Woche unbedingt machen will? Ich glaube, das ist ganz wichtig, das sich immer mal wieder auch so aufzuschreiben, weil man einfach ein bisschen besser den Überblick behält. Dann manchmal, weiß nicht, kennt ihr das wahrscheinlich auch, fängt man an, so lauter Kleinkram auch in seinen Kalender zu schreiben, wie zum Beispiel Blumengießen oder Wäsche waschen. Das sind Sachen, die will man natürlich machen, aber die Welt geht nicht unter, wenn man es nicht macht. Klar, die Blumen können einfach trocknen und die Wäsche, irgendwann hat man keine mehr. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt Dinge in der Woche, die man wirklich definitiv gemacht haben muss bis zum Ende der Woche. Und das sind die Sachen, diese 3, 4, 5 Punkte, die einem einfallen, die man da hinschreiben kann. Einfach, weil es einem hilft, wenn man so in der Woche schwimmt und merkt, oh Gott, es ist so viel, dass man immer wieder rüber guckt und sich darauf konzentriert, was ist meine Priorität und sich darauf konzentriert, genau diese Sachen definitiv abzuarbeiten und alles andere hinten anzustellen. Sich darüber klar zu sein, dass das die zweite Priorität hat und dass die Sachen, die da in der Prioritätenliste stehen, einfach das sind, worauf man sich am meisten konzentrieren kann. Auf der anderen Seite habt ihr, wie gesagt, Notizen, da könnt ihr alles Mögliche hinschreiben. Ideen oder ein Braindump oder irgendwelche Informationen, die ihr besonders spannend fand in der Schule oder irgendwelche Infos, die euch Freunde gegeben haben. Hey, ich war neulich mit einer Freundin da und da Eis essen, das war mega lecker. Dass man solche Sachen einfach aufschreiben kann und sie einem nicht flöten gehen. Ihr könnt da natürlich einfach Klebezettel hinkleben und das so nutzen. Ich hätte das jetzt ungefähr so genutzt und ihr seht schon, wir haben uns bewusst dafür entschieden, keine Linien zwischen die Tage und auch keine Linien zwischen die beiden sozusagen Spalten zu machen, damit ihr selber entscheiden könnt, wofür braucht ihr wie viel Platz. Vielleicht sagt ihr zum Beispiel in einer Woche, es ist super, super wichtig für mich, diese Prioritäten ganz klar aufzuschreiben. Und in der nächsten Woche habt ihr vielleicht nur 1 oder 2 und würdet den Platz gern anders nutzen. Und da könnt ihr einfach
so breit schreiben, wie ihr das gerne hättet. Zum Beispiel könnt ihr einen Dienstag nehmen und in voller Breite ausfüllen, einfach den kompletten Platz nutzen oder ihr schiebt alles ein bisschen wieder rein und nutzt diese Prioritätenspalte. Das gleiche gilt für Donnerstag und Freitag. Ich persönlich habe festgestellt beim Benutzen, denn ihr wisst ja, dass ich nicht einfach Entwürfe mache und die drucken lasse, sondern ich benutze das immer über ein paar Wochen, um sicher zu sein, dass es wirklich was ist, was man gut benutzen kann und was funktioniert, und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch wirklich praktisch. Ich habe gemerkt, dass ich die Prioritätenspalte meistens komplett benutze, selbst wenn ich nicht alles mit Prioritäten vollschreibe, aber irgendwie gestalte ich die gern so ein bisschen. Und bei der Notizspalte habe ich gemerkt, dass ich mir beim Wochenende unten den Platz lieber fürs Wochenende nehme, einfach weil da sowieso nicht so viel Platz ist und ich dann doch immer wieder versuche, mich zu überplanen. Da merkt man schon, irgendwie verarscht man sich doch immer selbst. Aber ihr könnt das natürlich ganz anders machen. Ich mag einfach total, dass man selbst entscheidet, wie man die Woche gestaltet und wie sie aussehen soll und wie viel Platz man wofür braucht. Und wenn ihr feststellt zum Beispiel, dass in einer Woche Prioritäten nicht braucht oder Notizen nicht braucht, könnt ihr oben einfach Washi-Tape hinkleben oder was drüber malen oder irgendwas damit machen, denn es ist wirklich nur ganz zart gedruckt, sodass es ganz, ganz leicht zu verschwinden lassen, ganz leicht zu, warte mal, das ist ganz leicht zu verschwinden, ganz leicht verschwindbar, dass man es ganz leicht verschwinden lassen kann. Ha, wow, oh, es ist so warm. Es ist so absurd, wenn ich mir überlege, wie viele Entwürfe wir für so eine Wochenübersicht gemacht haben und am Ende sind wir bei der gelandet, die am allerwenigsten vorgibt, weil wir uns beide einfach damit am wohlsten fühlen. Ich hoffe sehr, dass euch das auch so geht. Was wäre ein Ella-Kalender ohne eine Zieleseite? Das ist was, was ich persönlich einfach dringend gebraucht hätte in meinem Schülerkalender, einfach um mir zu helfen, den Fokus zu setzen und immer wieder mich dran zu erinnern, warum mache ich diesen ganzen Quatsch eigentlich? Denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Meistens hatte ich am Anfang des Schuljahres so eine wahnsinnige Motivation und hatte irgendwie so den Gedanken, ja, und ich habe überall eine Eins und ich ziehe richtig durch dieses Schuljahr. Und das habe ich über das Schuljahr hinweg einfach immer mal wieder fallen lassen. Und ich finde es ganz gut, sich einfach mal zu überlegen, was sind denn meine Ziele fürs nächste halbe Jahr? Für die Schule, für Freunde, für meine Fitness bzw. Gesundheit, für die Familie. Und dann habe ich unten euch noch zwei Dinger freigelassen, die ihr selber ausfüllen könnt. So ein Beispiel für Schulziele wäre natürlich klassisch in Fach XY verbessern oder das und das Projekt umsetzen. Für die Spalte Freunde würde ich mir wahrscheinlich sowas eintragen wie das Maifeuer unbedingt mitmachen oder eine coole Halloween-Party schmeißen oder irgendwie einen coolen Ausflug, der einem einfällt, den man anstellen könnte. Bei Fitness bzw. Gesundheit würde ich mir wahrscheinlich sowas aufschreiben wie aktiver sein oder mein Ziel wäre, abends immer mal eine Runde spazieren zu gehen oder mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren oder solche Sachen. Beispiel für Familienziele würde mir jetzt sowas einfallen wie Omi und Opi einmal im Monat eine Karte schreiben oder einmal die Woche anrufen oder sich heimlich ohne jemandem was zu sagen, einfach so eine Aufgabe im Haushalt nehmen, die man immer erledigt. Immer den Müll rausbringen am Mittwoch oder irgendwie so eine Sachen. Dass man so ein bisschen auch sich selbst so eine kleine Challenge setzen kann oder eben sowas wie Mama und Papa sonntags mal mit einem Frühstück überraschen. Solche Kleinigkeiten, die einen nicht so viel Arbeit kosten, aber die irgendwie alles so ein bisschen netter machen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, es ist ganz cool, sich so eine kleine Sachen zu überlegen, die man einfach machen könnte. Und unten, wie gesagt, habt ihr Platz für was auch immer ihr habt. Vielleicht macht ihr eine Sportart nebenbei und wollt euch dafür Ziele setzen. Oder ihr habt irgendein Hobby, wo ihr euch verbessern wollt und da so ein paar kleine Ziele euch aufschreiben wollt. Oder auch wenn ihr sagt, ich brauche eigentlich Ziel Familie und Fitness nicht oder Ziel Freunde und Fitness nicht, könnt ihr die Sachen einfach auch wieder mit Washi-Tape überkleben und es ganz anders nutzen. Wir haben nur gedacht, es ist ganz cool, wenn man so eine kleine Vorgabe hat und einfach sich für die Sachen auch so kleine Ziele überlegen kann, wenn man denn möchte. Ähnlich wie beim Stundenplan bin ich auch kein großer Fan von einem Querformat-Notenspiegel oder einer Querformat-Notenübersicht. Ich weiß nicht warum, ich finde es langweilig, das hat man 100-mal gesehen. Ich mag einfach das Hochformat viel, viel lieber und wir haben auch da euch wieder gefragt, wie viele Fächer ihr im Durchschnitt habt und haben uns daran orientiert und wirklich sehr, sehr viel Platz gelassen und sehr, sehr viele Zeilen gelassen, damit ihr wirklich genug Platz habt für Noten. Diese Notenübersichten haben wir auch zweimal drin, also für jedes Halbjahr, sodass ihr euch da gut austoben könnt und ich glaube, das ist eine ganz gute Übersicht. Unspektakulär, schlicht, aber auch das könnt ihr natürlich wieder gestalten, bemalen, wie auch immer, wenn ihr dazu Lust habt oder es eben einfach auch genauso schlicht lassen, wie es ist. Was mir persönlich super wichtig war für den Schülerkalender, war, dass es nicht nur ein Kalender in dem Sinne ist, sondern auch so eine Art Handbuch. Deswegen habe ich euch zwei Seiten fertig gemacht, auf denen ich auch so ein paar Tipps für euch habe. Für zum einen einen Lernplan. Ich weiß, ganz viele haben immer wieder ein Problem damit, wenn sie wissen, ich habe jetzt irgendwie für die Klausur zu lernen, aber wissen nicht, wo sie anfangen sollen, sind dann gestresst und fangen gar nicht an und dann so einen Tag vorher irgendwie panisch. Und ich habe euch hier mal so ein bisschen zusammengeschrieben, was eigentlich so der entspannteste Weg ist, um innerhalb von 7 Tagen für eine Klausur zu lernen. Keine Panik, das bedeutet nicht, dass ich euch einen Plan festgelegt habe, was ihr alles in 7 Tagen durchlernen müsst, sondern es ist wirklich so aufgebaut, dass ihr trotzdem noch Freizeit habt und trotzdem noch entspannt seid. Aber einfach jeden Tag so ein bisschen macht, um am Ende vor der Klausur einfach total entspannt zu sein,
ich hätte das gut gebrauchen können, weil ich ganz lange überhaupt keinen Plan hatte, wie man sowas macht und wie das funktioniert und wie zum Henker ich all diesen Kram in meinen Kopf kriege. Und die zweite Sache, die ich auch super wichtig fand, war einfach so eine kleine Checkliste fürs Referate halten. Ich weiß, das ist auch was, was vielen super schwer fällt, wo sich viele wirklich Gedanken machen und nervös sind vorher und so weiter. Und ich glaube, der Schlüssel, um wirklich entspannt ein sehr gutes Referat zu halten, ist Vorbereitung. Deswegen habe ich euch einfach mal so ein paar kleine Checklistenpunkte zusammengeschrieben, die ihr einfach abarbeiten könnt und dann einfach beim nächsten Referat total entspannt seid und vielleicht sogar eine coole Umsetzungsmethode habt. Ich hoffe, ich habe einfach alles zusammengeschrieben, was ich noch wusste und auch bei Freunden nochmal nachgehakt, was ihnen noch einfiel und so weiter. Und ich glaube, wir haben da wirklich eine schöne Liste zusammengestellt, die alles so ein bisschen entspannter macht. Hinten haben wir natürlich wieder Platz für Wunschliste und Geschenkideen. Das ist was, was wir eigentlich seit dem ersten Kalender mit drin haben, weil ich das sehr, sehr praktisch finde. Einfach einen Platz für eure Wunschliste. Immer wenn euch einfällt, hey, oh, das würde ich gern haben oder darauf spare ich, sich das aufzuschreiben. Das ist das nächste Mal, wenn euch jemand fragt, was möchtest du zu Weihnachten? Was willst du zum Geburtstag? Dass ihr nicht sagt, keine Ahnung und es euch hinterher anfällt, sondern dass ihr in dem Moment sagen könnt, oh, eigentlich würde ich voll gerne XY haben. Ich vermute so ein bisschen, dass das nicht allen so geht, dass sie in solchen Momenten, wenn sie gefragt werden, was sie wollen, immer keine Ahnung haben. Mir ging es immer so und ich finde es super praktisch, einfach jetzt einen Ort zu haben, wo ich das einfach kurz aufschreiben kann, damit ich dann was zu sagen habe. Und auf der anderen Seite habt ihr Platz für Geschenkideen. Mir geht es nämlich immer so, wenn ich einen Tag mit einer Freundin verbracht habe, dann weiß ich aus dem Kopf 3, 4, 5 Dinge für den nächsten Geburtstag, fürs nächste Weihnachtsfest und so weiter, für die nächste Gelegenheit, ihr irgendwas zu schenken. Aber lass mal 2, 3 Wochen vergehen und ich denke schon wieder, keine Ahnung, was sie sich wünscht. Ich weiß nicht, worüber sie sich freut. Und es ist so cool, dass man einen Platz hat, wo man das einfach aufschreiben kann. Und gerade zu Weihnachten letztes Jahr habe ich gemerkt, wer von euch einen Ella-Kalender hatte, weil die Leute einfach total entspannt waren mit ihren Geschenken. Die meisten haben geschrieben, ich bin irgendwie Anfang Dezember fertig mit meinen Geschenken, weil alles ziemlich einfach war dieses Jahr. Und ich glaube, ein großer Punkt ist, dass man wirklich so eine Liste hat und einfach einen Ort, wo man das mal festhalten kann. Und dann haben wir hinten einfach nochmal so ein paar Notizseiten für irgendwelche Dinge, die ihr euch schnell aufschreiben wollt, irgendwelche Elternabende, die ihr vielleicht kurz mal festhalten wollt, irgendwelche Sachen, die auch vielleicht Lehrer da reinschreiben wollen, keine Ahnung, dass da einfach genug Platz ist und ihr nicht in die Bredouille kommt. Die Seiten sind ganz normal wieder gepunktet, also auch unspektakulär, aber dadurch finde ich auch ganz gut beschreibbar und ja. Das sind die Entwürfe. Ich hoffe, ihr konntet irgendwie mitkommen. Ich bin sehr aufgeregt. Ich hoffe, ich bringe das alles irgendwie in eine gerade Linie. Aber ich schreibe euch das alles auch nochmal zusammen. Ich mache euch Fotos und packe das auf die Webseite, dass ihr genau seht, wie das aussieht und so weiter. Einfach mal auf den Link in der Infobox klicken. Ansonsten war es natürlich super wichtig, dass das Ding außen schlicht ist. Das heißt, man nicht irgendwie eine farbliche Vorgabe macht oder so. Das ist wirklich wieder schwarz, hat diesen schönen, robusten Einband, der einem nicht so schnell kaputt geht, der einem wirklich was aushält. Wenn man das Ding in die Tasche pfeffert, dass es einfach wirklich trotzdem noch nett aussieht. Es gibt abgerundete Ecken und der Schülerkalender ist nicht allzu dick. Der Kalender hat insgesamt 160 Seiten und uns ist natürlich klar, dass man als Schüler meistens eine super schwere, volle Tasche hat, die man um sich rumschleppt. Und wir wollten jetzt nicht einen Kalender machen, der so dick ist und euch das Leben noch schwerer macht. Aber wir haben auch sehr wohl mitbekommen, dass so ein paar Leute beim Weekly finden, dass der insgesamt cool ist, aber dass sie das Papier ein bisschen zu dünn finden und sie sich gewünscht hätten, dass wir sozusagen eine Nummer dickeres Papier nehmen. Das haben wir jetzt für den Schülerkalender gemacht, besser beschreibbar ist und einfach nicht so schnell durchdrückt, was ganz cool ist. Wir haben natürlich abgerundete Ecken und wir haben natürlich auch wieder ein Gummiband, das freut mich sehr. Der erste Tag im Kalender, den ihr benutzen könnt, ist der 6. August 2018 und der letzte Tag ist der 11. August 2019. Das heißt, wir haben uns daran orientiert, wann fangen die ersten Bundesländer an und wann hören die letzten auf. Das heißt, egal in welchem Bundesland ihr in Deutschland seid, ihr habt definitiv einen Kalender, der startet mit eurem Schulstart. Kosten soll der Kalender 17,50 Euro. Ich weiß, das ist viel für einen Schülerkalender, sehe ich absolut ein. Ich verstehe absolut, wenn dann Leute sagen, oh, das ist mir viel zu viel. Es gibt bestimmt ganz viele andere coole Kalender, die ihr euch trotzdem kaufen könnt, die deutlich günstiger sind. Aber ihr wisst auch, wir sind kein riesengroßes Unternehmen. Das heißt, das ist das, was wir hinkriegen, zumal wir dieses Jahr über Vorbestellungen gehen. Das bedeutet, dass wir natürlich, bevor wir den Preis festlegen, nicht wissen, wie viele von euch bestellen den. Und wenn wir unter einer gewissen Anzahl an Kalendern bleiben, werden wir miese machen. Aber das ist nicht schlimm, denn wir wollen es unbedingt machen. Wir wissen, dass ein paar Leute sich das wahnsinnig gewünscht haben und wir wollen es jetzt einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert. Vorbestellen kann man ab sofort auf der Webseite, Link in der Infobox, bis zum 27.05. Das ist jetzt Sonntag, der kommt. Das heißt, bis dahin habt ihr Zeit und könnt vorbestellen und jeder, der vorbestellt, wird irgendwie einen Kalender bekommen. Bezahlt haben müsst ihr, und das ist ganz wichtig für uns, bis zum 31.05. Das heißt, nächste Woche Mittwoch ist das. Einfach, weil wir dann das Geld nehmen, was auf dem Konto ist und damit die Kalender bezahlen. Das heißt, es ist
theoretisch genug Zeit für jeden, ganz entspannt zu gucken, ist das was für mich, darüber nachzudenken und dann zu bestellen oder eben nicht zu bestellen. Eine Sache muss ich noch sagen, einfach zur Sicherheit, falls das passiert, ich bezweifle es, aber falls das passiert, wenn zu viele Leute den Kalender bestellen, kann es sein, dass uns die Druckerei sagt, wir schaffen nicht so viele Kalender auf einmal, dann würden wir es einfach so regeln, dass wir über 2 oder 3 Schübe gehen und wir würden uns dann daran orientieren, aus welchem Bundesland ihr kommt. Das heißt, dass die Leute, die zuerst wieder mit der Schule starten, auch zuerst einen Kalender bekommen, dass jeder zu seinem Schulstart den Kalender hat. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber wir wissen alle, wie gut ich das einschätzen kann. Deswegen sage ich das nochmal zur Sicherheit. Wenn das so sein sollte, kriegen die Leute, die bestellt haben, definitiv eine Mail und eine Info. Dann sollte das alles glatt gehen. Das ist im Grunde alles, was wir uns überlegt haben. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt das gerne in die Kommentare. Bevor ich es vergesse, ich will es auch nochmal sagen, mir ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr diesen Kalender wirklich, wirklich nur kauft, wenn ihr das Gefühl habt, das ist was, was euch motiviert, das euch hilft, das euch wirklich weiterbringt. Kauft ihn nicht, weil ihr mich nett findet oder weil ihr die ganze Aktion cool findet, sondern wirklich nur, wenn ihr merkt, das bringt euch was. Einfach, weil dafür ist es zu viel Geld, finde ich. Ansonsten, ja, hoffe ich einfach, dass ihr genauso begeistert von dem Kalender seid wie wir. Wir sind einfach super, super glücklich, dass das alles geklappt hat und wir so viele Sachen verbessern konnten und dass der Kalender günstiger ist als der Weekly. Yes, das war unser Ziel. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann morgen, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss. Oh Gott.